Hallo und herzlich willkommen zu Forza Motorsport 5. Wir spielen heute mal im Mehrspieler-Mode. 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 Ha, FKK und so, was? Ich bin, um ehrlich zu sein, meine Freundin im Moment am besten, ich versuche sie zu überreden, dass die auch mal hier als Special Guest mal dazukommt. Ich hoffe, das tritt noch ein. Sie ist sich sehr so... Ja, die Leute und so, die kennen mich doch gar nicht. Was? Der Mehrspielermodus ist momentan nicht verfügbar. Bitte versuche es erneut. What the fuck? Ich will aber jetzt mehr Spiele. Hä? Ja. Partyspielsitzung wird eingerichtet. Ich bin im Moment am überlegen, ob sie halt, oder sie versucht zu überlegen, ob sie mal hier, weil sie hatte immer so mit dem Argument, ja, die Leute kennen mich nicht und es macht deine Wertung doch runter. Ich so, ey, ist doch scheißegal, Mensch, komm doch einfach. Und vor allen Dingen so mit den Spielen kennt sie sich ja auch nicht so aus, sie ist nicht so die Gamerin halt, ne. Unbegrenztes Beschleunigungsrennen, oh, das will ich ja, das will ich machen. Hoffentlich macht jemand mit Beschleunigung. Dann ziehe ich den ab mit meinem VW. Spieler werden gesucht. Hoffentlich fährt da im Moment jemand. Na, weniger. Nee, da kommt wohl heute keiner mehr. Na gut, sind auch Ferien momentan. Da werden nicht viele gerade, glaube ich, spielen. Ich bin ja der einzige Drecksack. In 3 Wochen fahre ich ja auch weg. Ich habe heute, sage ich einfach mal, ein bisschen Product Placement bei Peugeot war ich. Habe mir da ein paar Autos angeguckt. Der neue 308 SW, ey, guckt euch den mal an. Ich finde den so geil. Die Armatur, die sieht so spacig einfach aus. Du hast halt einfach nur 2 Drehzahlmesser mit einem Bordcomputer und rechts ist einfach nur nichts. Die Mittelkonsole ist einfach nur ein großer Bildschirm. Wer ist da nicht? Da tust du alles, Klimaanlage, Lüftung und so weiter, tust du alles über diesen Touchscreen steuern. Für nur, in Klammern, nur 25.000. Bei einem Superverbrauch von 5 Liter für einen Benziner. Also, hallo? Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Multiplayer, wie? Produktdrifter, No Collision... Tja, Leute, tut mir leid, das wird heute leider nichts mehr. 5 Nachrichten, was haben wir denn da? DLC verfügbar, DLC verfügbar. Das können wir uns ja mal angucken. Was haben wir denn da? Autopakete. Ja, 10 Autos. Mann, ich will das aber nicht so. Boosterpaket Nürburgring, die Silberpfeile. Gott, gibt's da so viele Autos noch? Oh, den Ferrari will ich auch haben und den M6. Autos! Was haben wir denn da? Gucken wir einfach mal rum. Nur Paket, was ist das? Der 33er Stradale von Alfa Romeo. Gut, Audi Sport North America R8. Oh, der Auto 90 Quattro IMSA GTO. Wie geil. Eine Rennlegende war das, glaube ich. Bentley, der Performance M3 Racing. Den kennt man schon. Oh, ich will den Coupé. Aber nicht so. Autos überholen? Was? Ach so, alle Pakete. Der Z8 ist auch nur ein Paket, ne? Ja. Nur Paket, nur Paket. Hä, den habe ich doch. Ach, das ist der Supersport. Der noch etwas bessere. Der ist auch so hässlich. Oh, Corvette Stingray. Oh, wie geil. Corvette ZR1. Kiddies, Kiddies, Kiddies. Oh, LaFerrari. Oh, Mann. Der sieht so nice aus. Was ist das denn? Ferrari Automobile 312P. 365er GTB-4/4. Ein Raptor. Nom, nom, nom. Benzinverbrauch. Den will ich auch noch irgendwie. Der Transit Supersport werden. Der ist auch so lustig. Void Hashtag 14 Glimmerer Coyote. Coyote, keine Ahnung. Mustang Mach 1. Der fährt echt Mach 1. Heiß, 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 heiß.
Der Civic SI, den habe ich ja schon. Habe ich schon. Aber wie habe ich mir die gekauft? Nur Paket? Der D-Type, der ist auch so hässlich. Aber auch eine Rennlegende. Ja gut, der Veneno. Was haben wir da? Stratos HF Sandale. Lexus L11 Lotus. Maserati, der Tipo 61 Britcase. Der 8CTF. Okay, Hashtag 55. Mazda 787B. Ach, das ist der. Okay. Fetten Mercedes, ein E63 AMG. Der A45 AMG. Der AMG Black Series, der ist auch nice. Gut, der CLK GTR, gute. Das ist halt ein Supersportwagen. Was haben wir da noch? Corvette, Renault, Ruff. Hier ist mir jetzt übrigens aufgefallen, die haben hier keinen Porsche drin. Schwach. Richtig schwach hier. Kein Porsche. Ein Volkswagen, ein Scirocco S. VIPs. Upsala. Na, in den Xbox Store will ich nicht. Nein, nein, nein. Autopass, Gutscheine. Gutscheine kaufen. So. Nee. Auto. Oh, fuck. Was ist denn das eigentlich? Ach ja. Kaufen. Kann man das nicht irgendwie anders kaufen? Ich muss mal googeln. Vielleicht. Das geht bestimmt. Das muss gehen. Es sei denn, man kennt es ja, Microsoft geht geile Schweine und so. Karriere. Autos. Nein, Auto kaufen. Auto kaufen. So. Der DBS. Also da gibt es echt schon geile Autos, muss man sagen. Aber ich scroll mal vor zu PP Performance. Hier die Gratis-Autos, die hole ich mir auch noch irgendwann. Ah, PP. Da, P. Hier geht's los bei Pagani, Peugeot. Ne? 308 GTI, der ist auch schön. Ups, Pontiac und das war's. Kein Porsche. Dann halt nur hier die Rough-Autos, ne? Die getunten Porsche. Die will ich nicht. So, was haben wir denn da jetzt noch? Die Musik geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Sage ich ganz ehrlich. Oh, ein Beetle. Yay. Was haben wir denn hier noch? Golf. Corrado VR6. Golf R32. Der Scirocco und der Golf R. So ein Scirocco wäre auch noch schön. Viper haben wir da. Ah, also ist schon. Es ist schon ein recht großer Fuhrpark. Da haben wir die, den hier finde ich auch nice. Von McLaren der P1. Das ist schon. Ich weiß auch nicht, wie ich das Auto einstufen soll. Das ist eine Mischung aus Elektroauto. Mitspieler werden immer noch gesucht. Es ist ein Mix aus Elektroauto und also ein Hybrid ist es halt, ne? Finde ich super für einen Supersportwagen. So, da haben wir halt hier die typischen Farben, aber ganz ehrlich, McLaren ist einfach orange und das bleibt auch so. Mit Credits kaufen. Neues Abzeichen, neuer Titel freigeschaltet. Kleingeld war das, glaube ich, gell? Fahren wir noch ein Rennen und dann mache ich mal eine Aufnahmepause, weil ich will ja noch mein Aquarium machen und ich muss meinen Schreibtisch auch noch aufräumen. Der sieht nämlich aus wie Hund. Das ist Ihr 2011er McLaren MP4 12C. Yes. Der ist auch nice, der gefällt mir auch gut. Das Lustige ist, das ist so ein typischer Gamer-Schreibtisch, weißt du? Hauptsache Tastatur und Maus sind frei, der Rest ist voll gemüllt. Also ist echt kein schöner Anblick, was ihr hier sehen würdet. Fahren wir mal die Road America. Die mag ich, die Strecke. So, mit unseren MP4. 7 Drive-Tatare, sehr erfahren. 3 Runden. Gammeln wir mal auf der Strecke rum und zappeln wir mal ein bisschen ab. Elkhart Lake, USA. Road America. Die Teststrecke von Chevrolet und Corvette übrigens. Corvette testet hier ihre Autos. Chevrolet glaube ich auch, aber nicht, aber ich glaube, das ist mehr so eine Rennstrecke von Corvette. Hier seht ihr es auch.
Ich glaube, die Road America, die ist für Corvette speziell und für Chevrolet. Also, die zwei schätze ich mal, ich weiß es halt nicht. Weil ich denke es mal. So, Full Circuit, let's go. Mal sehen, wie sich der McLaren schlägt und vom Handling her. Ich habe gar nicht auf die Werte geguckt, ich habe mir den jetzt einfach gekrallt, weil er einfach gut aussieht. Nur das Heck finde ich nicht ganz so schön. Boah, ist das ein Hecktriebler? Ein Gallardo! Ey, Digga, du fährst das beste Auto. Oh, die Bremsen sind aber, naja. Ein Spoiler haben wir, wie sieht der drinnen aus? Ach, genau wie in Real. Weil ich saß schon mal in dem Auto drinnen, ich weiß nämlich, wie der aussieht. Das sieht 1:1 eigentlich aus. Ja, das ist 1:1. Geh weg. Aber den muss ich doch lieber in der Außenansicht fahren. Man muss das Design schön sehen können. Kann sein, dass der Spoiler irgendwie nur ausfährt, wenn, wenn wir bremsen? Nee. Er fährt ein bisschen höher, wenn wir, Hochgeschwindigkeit sind und wenn wir bremsen, geht er noch mehr raus. Das ist doch ein Hecktriebler. Cheating. Halt's Maul. Toll. Ich glaube, das ist ein Hecktriebler, was wir hier fahren. Alter, das ist eindeutig ein Hecktriebler. Wie der sich dreht. Mal gucken, ob ich den tunen kann, dass da ein Allrad-Auto draus wird. Weil mit Hecktrieblern kann man nicht so aus den Kurven rausfallen, weil die dann gerne mal ausbrechen. Also einmal ausgebrochen, dann ist der ausgebrochen. Da kann man nichts machen. Hallo? Professional Gameplay und so, ne? Kennst du? Okay, hohe Geschwindigkeiten in den Kurven ist auch nicht so sein Ding. Mit dem Gallardo wäre ich da problemlos durchgekommen. Nee, das ist einfach kein Kurvenauto. Es ist kein Kurvenauto. Der ist auch so mehr so Highspeed. Es gibt selten Supersportwagen, die hohe Geschwindigkeiten und Kurven perfekt fahren können. Der Gallardo beispielsweise ist meiner Meinung nach einer. Ich finde, das ist einfach ein Traum auf vier Rädern, der Gallardo. Super Legera versteht sich, weil der einfach besser aussieht als der normale. So, komm, wenn du schon ein Hochgeschwindigkeitsauto bist, dann gib mal Gummi hier. Einen dritten Gang dreht er noch durch, Wahnsinn. Aber nur kurzzeitig. Der Dreamtext, der fuckt langsam ab. Eben war eine Handynachricht von ihm. Hol dir mal Arma 3. Mann, ey, chill mal. Bevor du deinen neuen Rechner hast, wird hier gar nichts gemacht. Ich muss sowieso gucken, wo ich ein bisschen mit dem Geld bleibe. Wegen Tanken und so weiter. Mit dem Auto, das ist gar nicht so einfach zu managen. Jetzt durch den Laptop, jetzt durch den Next-Gen-Konsole und so weiter, kommen ja erst die richtigen Spiele kommen ja jetzt raus. Beispielsweise Far Cry 4. Horizon 2, Batman-Teile und so weiter, das kommt da jetzt alles erst noch. Das heißt, es wird noch viel Geld regnen für die Spieleentwickler. Sims 4 will ich mir holen, warum auch immer. Mich reizt das ein bisschen. Komm, auf den Asphalt. So. Jedenfalls, wenn der Dreamtext seinen neuen Rechner hat, haben wir schon gesagt, wir werden ein LPT machen. Es wird wahrscheinlich auf altes Live rauslaufen. Gut,
möglich. Es wird auf Altus Live rauslaufen und ab und zu auch mal GTA 5. Weil das Schöne ist, der Dreamtext, der hat dann endlich seinen komplett eigenen Rechner. Sein jetziger Rechner ist nur zu 80%, 90% ihm. Und da wird er immer in den Aufnahmen unterbrochen und er wird immer angesprochen. Das ist dann nicht so. Er hat dann endlich seinen eigenen Rechner und da kann er dann ununterbrochen aufnehmen, wann er will. Hat auch zu mir gesagt, das Let's Play wird dann bei ihm ein bisschen zunehmen. Jetzt haut er ja nur, ich sag mal so, alle 3 Monate ein Video raus mittlerweile. Weil er einfach keine Zeit hat zum Hochladen, zum Rendern und so weiter. Das kriegt er einfach alles nicht hin. Ja, jetzt sind wir besser durchgekommen. Mit 170, so wie vorhin. Also rutschen und dann passt das schon. Aber bevor, mein Lieber, du deinen neuen Rechner hast, werde ich mir kein Spiel holen. Weil ich selber gucken muss, wo ich mit dem Geld bleibe. Zudem, Arma 3 kostet 40 Euro. Auf Steam 50 Euro. Es gibt natürlich MMOGA, wo man das sich auch holen kann, für definitiv 30 Euro. Aber mit dem Mehrgeld, ich bin Typ, ich setze halt auf Qualität und Steam hat einfach unglaublich gute Qualitäten, meiner Meinung nach. Und mit dem Geld, was halt mehr reingeht, ist zwar kein Gefallen an mir, aber halt an die Entwickler, die werden halt weiter unterstützt, Steam wird weiter unterstützt. Und daher sehe ich das ein, das Geld auch gut zu zahlen. Anstatt halt die Entwickler leicht so übers Ohr zu ziehen, weißt du, die versuchen da super Spiele hinzukriegen und bekommen irgendwie, naja, nicht das Geld halt, was sie sich erhofft haben durch die ganze Arbeit. Das finde ich ein bisschen schade. Daher investiere ich auch mal ein bisschen mehr. Und Altus Live ist es definitiv wert, weil Altus Live ist einfach super. Beziehungsweise Arma 3, die Engine Arma 3. Läuft ja auch DayZ drauf auf der Arma 3 Engine, aber DayZ selber ist jetzt mittlerweile ja ein eigenes Spiel. Das war ja auch vorher bei Arma 2, glaube ich, oder 3 war es auch dabei. Und, ja. Aber bevor ich mir Arma 3 hole, mein Lieber, brauchst du erstmal deinen neuen Rechner, dein neues Mikro und so weiter und dann können wir mal langsam anfangen, wieder mal ein LPT zu machen. Würde mich auch mal freuen, übrigens auf Skype bin ich auch vertreten. Da ich will, um ehrlich zu sein, jetzt ist mal 50 Abonnenten ist nicht viel, ganz seid ihr ehrlich, ist nicht viel, aber es ist für mich ein großer Schritt. Ich würde mich echt ich bin am überlegen, ob ich mal sowas mache, Skype with YouTube, wie heißt YouTube Viewers. Das heißt, wenn ihr mich mal auf Skype irgendwie habt gefunden habt, ich glaube Profit LP ist mein Name oder nur Profit. Ich werde jeden Einzelnen annehmen, es sei denn, er nervt, dann werde ich ihn natürlich löschen bzw. blocken. Wer nur Scheiße sagt, ist klar, Vollidioten werden rausgeholt. Genauso wie auf Twitter und Facebook, immer das gleiche Spiel, werden rausgeworfen. Denn Leute, die das schlecht machen, ja, also ich sag mal, die ohne Grund das einfach schlecht machen, wo dann, wenn einer schreibt das und das, das ist einfach nur Scheiße von dir. Und dann sehe ich in den Kommentaren, wenn andere, oder ich sag mal dir, ein ganz großer, ganz, ganz großer Teil zurückfeuert und sagt, ey, was laberst du für einen Scheiß, das stimmt gar nicht. Und der macht damit weiter, dann ist er raus für mich. Kritik kann ich einstecken, ich bin auch um jede Kritik eigentlich so ein bisschen froh, weil es zeigt mir, dass ihr aufpasst und dass ich mich auch verbessern kann. Daher freue ich mich natürlich über jedes Kommentar, aber wie gesagt, Leute, die Scheiße machen, werden halt gnadenlos gebannt. Und da hilft auch kein Betteln. Und über Skype würde ich mich natürlich halt freuen. Da werde ich auch dann mit euch einfach mal schreiben, auch von mir aus. Das will ich so die Liebe zur Community, die will ich ein bisschen ausbauen. Die Liebe zur Community, die ist mir recht wichtig. Weil das, finde ich, ist bei Gronkh so ein bisschen, also große Beispiel Gronkh, ein bisschen fehlgeschlagen. Er hat vieles gemacht am Anfang, viele Umfragen und so weiter, aber die Community ist jetzt mittlerweile bei ihm einfach zu groß, er hat einfach keine Gewalt mehr drüber. Aber er weiß, ich finde die Leute, er weiß doch, dass die Leute normal sind und wenn er eine Umfrage macht, werden die Leute auch drauf antworten. Normalerweise. Fahrerstufe 4 schon? Ich bin doch mit dem kaum gefahren. Aber gut.
Und das will ich definitiv unterbinden, dass man sich so nach einer Zeit irgendwann so ein bisschen, ja, ach egal, scheiß auf Community, die gucken so oder so. Das will ich definitiv vermeiden. Ich will mit euch machen und auch das machen, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, ey, spiel mal das oder das, gucke ich mir das Spiel an und wenn mir das gefällt, dann spiele ich es auch. Kein Thema. Ich glaube, wir fahren mal mit Nürburgring, aber da fahren wir mal mit meinem vertrauten Auto, sonst sieht das so scheiße aus. Lambo, da. Superleggera, der hier. Mein Standard-Lieblingsauto. Also wie gesagt, ich freue mich natürlich über jedes Kommentar. So, wir fahren Nordschleife plus GP, yeah! Der Grand Prix plus die Nordschleife, also der Nürburgring, der ist ja schon eine extrem gefährliche, harte Strecke. Das ist einfach, also meiner Meinung nach ist das die schwerste Strecke auf dieser verschissenen Welt. Der Nürburgring ist recht heftig. So viel dazu. Kommen wir zum anderen Thema zurück, beziehungsweise Skype und der Community. Also schreiben mit euch mache ich. Kein Thema, wenn ich Zeit habe, schreibe ich auch mit euch. Natürlich über den Account Profit, bezüglich Twitter. Twitter eher weniger, weil ich da nicht so eine schöne Übersicht habe, wer da was mir irgendwie schreibt. Da habe ich bei Facebook eine definitiv bessere Übersicht oder halt Skype natürlich, ne? Nur das Problem ist, ihr müsst mich halt dafür annehmen, ne? Beziehungsweise ihr müsst mich suchen auf Skype. Den Link bzw. den Namen werde ich in die Beschreibung mal packen. Bei Forza jetzt eher weniger. Bei welchem Spiel ich den reinmachen werde, weiß ich noch nicht. Ah, Backe juckt. Ich habe mich gerade während des Fahrens in meinem Gesicht gekratzt, also von der Fahrperformance merkt man kaum was, ne? Aber mit dem normalen Gallardo kann ich einfach unglaublich gut umgehen. Das war auch das erste Auto, was ich mir hier bei Forza so direkt gekauft habe eigentlich. Ich bin immer so in die gleichen Rennen immer gefahren. Hing mir irgendwann zum Hals raus, doch irgendwann hatte ich dann den Gallardo in der Garage stehen und oh, den habe ich dann so geliebt. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dann mache ich auch mal vielleicht irgendwann mal ins Skypen with YouTubers, beziehungsweise mit euch. Dann ist halt nur die Frage, über was redet man, ne? Man kann halt den jeweiligen ausfragen, was macht er so hobbymäßig und so weiter. Nur ich sehe es dann schon kommen. Ich bin dein größter Fan, ich liebe es, deine Videos zu gucken. ich sehe es schon kommen. Und zudem kommen dann halt Leute, du sagst das und das und der andere sagt, was bist du für ein Noob, das stimmt ja gar nicht. Also, es hat viele Nebenwirkungen, dieses Skypen with YouTubers, aber ich würde es, um echt zu sein, einfach gerne machen. So ein bisschen die Liebe einfach zur Community. Ganz einfach. Ich hasse es zu den ganzen YouTubern und so, schreibt es mal in die Kommentare oder so weiter. Und das war's. Die machen dann nichts mehr. Viele. Nicht alle. Aber der größte Teil, der sagt einfach, schreibt es in die Kommentare und das war's. Mehr machen die nicht. Die antworten dann nicht oder so. Oder auch auf Facebook, wenn die schreiben, die antworten einfach nicht. Ganz einfach. Es sei denn, man macht halt wirklich was mit seiner Community, wenn man halt irgendwie beispielsweise jetzt Apecrime oder so, die machen ja unglaublich viel mit ihrer Community. Großen Respekt daran an euch Jungs, dass ihr das so schafft. Aber bei vielen anderen YouTubern, da fehlt meiner Meinung nach irgendwie die Liebe zur Community. Gronkh hat die Kontrolle über seine Community verloren. Der Gronkh, der nimmt einfach nur noch auf, lädt die Videos hoch, die Masse guckt sie. Antworten auch drunter und so weiter, aber der Gronkh, der macht irgendwie nicht viel mit seiner Community. Das finde ich echt schade. Daher ist er bei mir so in der Wertung ein bisschen nach unten gesunken. Was war das denn gerade? Moment. Was hat denn hier gerade so gezischt? Was war das denn? Ich hoffe nicht, dass das meine CO2-Anlage war fürs Aquarium. Wenn die zischt, dann ist hier Alarm in Not. Weil mein PC, der kann alleine für eine Explosion sorgen. Obwohl CO2 ist, glaube ich, nicht so explosiv, ne?
Aber das ist mir halt definitiv wichtig, die Liebe zur Community, dass ihr euch da ein bisschen mit aneignet. Dann werde ich auch mich aneignen und ja, wenn ich mal irgendwann mal in Skype oder so online bin, ja, ist zwar recht selten, aber wenn ich da bin, werde ich natürlich jeden annehmen und mit dem bezüglich, wenn er mich anschreiben sollte, werde ich auch zurückschreiben, wenn ich Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, werde ich sagen, ich kann jetzt gerade nicht, ich melde mich später und das mache ich dann auch. Viele sagen dann, ich melde mich später und dann melden die sich nicht mehr. Ich könnte da gerade mit der Faust reinschlagen. Solche Leute, ich hasse sowas. Die dann einfach sagen, ja, ich kann gerade nicht, das ist völlig okay, das verstehe ich. Und dann sagen, ich melde mich später und dann sich nicht melden. Da könnte ich könnte zu denen nach Hause fahren und könnte ihnen einfach in die Fresse schlagen. Egal wer. Bei mir Dreamtext ist das natürlich anders, wenn der sagt, er meldet sich später, macht er das auch, es dauert nur ewig. Bis jetzt stellen wir uns doch ganz gut hier auf dem Nürburgring an. Wir fahren übrigens gerade die Nordschleife. Na komm, runter vom Rasen. Der mit seinem scheiß Ferrari, ey. Also die Kurven sind echt... Oh. Oh. Die sah auch nicht so scharf aus der Minimap. Yay, keine Seitenspiegel mehr. Oh. Oh komm, jetzt konzentrier dich, Mann. Auf alle Fälle, wenn ihr halt mit mir reden wollt, dann nicht zögerlich sein. Schreibt einfach mich an. Ich werde ziemlich oft, glaube ich, zurückschreiben. Weil ich einfach halt die Bindung zur Community aufrechterhalten will. Ich will das nicht so wie der Gronkh machen, dass ich die Kontrolle über die Community verliere. Damit ich einfach mal, wenn die Zahl, die steigt immer weiter. Ich merke das jetzt schon, die steigt immer weiter. Oh, scheiße. Ah, nehmen wir die Leitplanke. Die Zahl steigt immer weiter und ich sag mal, wenn es in Jahren irgendwann mal dann zu den 1 Million hochgehen sollte, ein ganz großes Ausrufezeichen hinten dran, weil ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass ich dann immer noch die Kontrolle über meine Community habe, mit denen ich auch noch was machen kann. YouTuber-Treff wird wahrscheinlich eher nichts, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich die Möglichkeiten dazu nicht habe. Da habe ich einfach zu wenig Connections. Wow. Wow. Mit dem Drift durch die Nordschleife. Yay. Den da oben, den da vorne will ich noch einholen. So, komm. Da vorne ist er. Gib Gummi. Ah, da vorne ist die berüchtigte Kurve, 180 Grad. Hier fallen so einige raus. Und vor allen Dingen, was ich auch unbedingt mal gerne machen will, sind Umfragen. Und die kann ich halt natürlich nur auf Facebook machen, daher schaut bei mir dringend bei Facebook vorbei. Wenn dann die Zahl gestiegen ist von Facebook, beziehungsweise von den Likern auf Facebook, werde ich definitiv auch eine Umfrage irgendwann mal machen. Mittlerweile, ich bin auch dabei, auf Instagram mir einen Account zu machen, ab und zu mal so ein paar Fotos posten. Bin ich am Überlegen, ob ich das auch mache, aber es lohnt sich einfach jetzt noch nicht, weil halt die Zahl, die Zuschauerzahl noch zu gering ist. Ganz einfach. Daher lohnt sich dieser Aufwand noch nicht. Und ich will auch gar nicht so groß damit anfangen, weil, ich sag mal,
es ist, stell dir mal vor, du machst auch LPs und so weiter. Deine Zuschauerzahl ist am Anfang auch sehr, sehr gering und du machst dir gerade so eine Arbeit und machst dir überall Accounts, hast Millionen von Accounts. Dann steigt die Zahl langsam, also die steigt stetig. Sagen wir mal so, vielleicht 2 Abos am Tag. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber kann passieren, ne? Und dann sagst du, jawohl, ich habe meine Abonnenten, die ich unbedingt mal haben wollte. Dann lernst du jemanden kennen. Du verliebst dich und dann heißt es, entweder du und deine, und entweder YouTube oder ich. Und dann stehst du da. Was machst du jetzt? Gibst du sie auf? Oder gibst du deine unglaublich große Community auf? Wo du auch schon so viel Arbeit reingesteckt hast. Und das will ich nicht. Das will ich definitiv nicht. Ich meine, dass ich jemanden kennenlerne, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber man nie. Man kann nie sehen, was in der nächsten Ecke lauert. Ich krieg den da vorne nicht, ne? So, hier ist jetzt das Highspeed-Stück. Komm, Gallardo, V-Max ist drinne, locker. Gut, der innen holt auf. Das ist der Aventador. Nein! Nein! Ei! Leicht blockieren. Fast. Shit. Na gut, sind wir doch Dritter. Scheiße. Ah, wäre ich jetzt nicht auf den Rasen gekommen. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Ah. Das war jetzt genug Aufnahme für heute. Ich nehme schon seit... Bitte, wie viel? Wir haben was? Das letzte Mal, wo ich auf die Uhr geguckt habe, haben wir 6, haben wir 7. Nice! Ich habe heute 4 Stunden aufgenommen und ich bin kaputt. Aber nicht so kaputt wie letztes Mal, weil ich wieder geredet habe. Das Problem ist, wenn man redet, vergisst man die Zeit. Wenn man nicht redet, dann kommt es einem so lange vor und dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal mein Aquarium sauber machen und rendern und natürlich auch wieder hochladen, dass wieder schön Videos rauskommen. Wie gesagt, schau mal bei mir bei den sozialen Netzwerken vorbei. Ich würde mich sehr über dich, über deine Anwesenheit freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise im neuen Let's Play von Forza Horizon 2. Aber mal sehen, vielleicht gibt es noch ein paar Videos von Motorsport 5. Mal sehen, wie es ankommt.